So, hallo liebe Leute hier auf meinem Kanal mit FIFA 20, die Karriere. Jetzt erstmal ein bisschen was trainieren hier. Aber machen wir das für ihn. Er kriegt das. Sieht auch gut aus. Oh, dies hier. Alle simulieren. Naja. Zwei, die gut abgeschnitten haben und die anderen drei gehen so. So, jetzt bis zum Supercup. Der deutsche Supercup steht vor. Transfer für Boateng. Real Madrid will ihn haben für 28,1 Millionen. Ablehnen. Nee, nee. So, weiter wird simuliert hier. Schon wieder Boateng, alle will Boateng, hä? Ach, zwei Leute, zwei Mannschaften schon. Xavi Martinez wurde auch von ihm. Lehnen wir ab. Ablehnen. Ich will jetzt erstmal keine verkaufen. Den Spieler. Habe ich jetzt erstmal keinen Bock drauf, ne? Ja, sieht alles gut aus. Kein Problem. Schön, 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 schön. Ja, beim letzten Mal hatte ich einen Livestream mehr gemacht. Ein Einladungsturnier. Und lief eigentlich auch sehr gut aus. Wir wurden Sieger in den Einladungsturnier. Gegen Ajax mit einem schönen Erfolg mit 4:0. Ja, sowas kann sich ja immer mal gerne sehen lassen, ne? Ich würde dafür Sommer trainieren ein bisschen. Hernandez auch. Pavard. Hoffmann. Abtreten wir auch mal wieder ein bisschen. Ja, schön. Gucken, wie es so im Finale gegen Borussia Dortmund endet gleich. Transfer für Thomas Müller. Nee, der ist mir noch zu wichtig. Ich gebe doch keinen wichtigen Spieler ab. Ich habe Frankreich, bla bla bla. Ja, ja, komm.
Leihangebot für Sanchez. Leihangebot für Sanchez. Lehnen wir erstmal ab. Erstmal ablehnen. Weil er könnte ja noch wichtig werden für mich. Mal sehen. Ne? Oh, jetzt geht's los. Oh, Pressekonferenz. Pressekonferenz vor Spielen. Bestimmte Partien hält der Club im Saisonverlauf eine Pressekonferenz ab. Hier kannst du mit den Medien über die Teamziele, die Planungen fürs nächste Spiel oder den Status einzelner Spieler reden. Deine Antwort beeinflusst die Moral der Spieler und damit auch ihre Leistungen in den Spielen. Jeder Spieler hat seine eigene Persönlichkeit und er reagiert daher unterschiedlich auf Lob. Motivation oder Kritik, du solltest dir die Persönlichkeiten deiner Spieler folglich genau anschauen und dich für Antwort entscheiden, die im bevorstehenden Spiel für hohe Moral sorgen. In Pressekonferenz teilnehmen. Da sind wir. Ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Fragen bitten. Was erwarten Sie vom Supercup-Duell gegen Dortmund? Ja, was erwarte ich da? Wir tun alles. Wir wollen Top-Leistung bringen. Ja, die unteren Texte, die sind mir zu schnell, liebe Leute. Komme ich manchmal nicht hinterher. Die Vorbereitung ist gut gelaufen. Ihr Kommentar dazu? Man muss mit der umgehen können. Wir sind siegeshungrig. Wir sind bereit. Wichtige wird vor allem sein, dass wir mit Siegeswillen sind. Haben Sie sich fürs Finale irgendwas Besonderes ausgedacht? Wir spielen unsere Spiele, mein Team. Wir spielen unser Spiel. Wir spielen wie immer. Vielleicht gibt es die eine oder andere. Vielen Dank für die. Mehr Zeit bleibt uns nicht mehr. Dankeschön. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken. Ja. Das war ja schon mal was Gutes, ne? So, was haben wir denn hier? Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich voll. Ich hoffe daher, dass ich gegen Dortmund nicht auf der Bank sitzen werde. Es dreht sich nicht alles um dich. So, auch wenn es ein bisschen Moral runtergeht. Müssen wir mitnehmen. So, auf geht's zum wichtigsten Duell. So, da sind wir jetzt wieder hier in den Supercup. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Die Spieler machen sich schon mal ein bisschen warm. Das Duell. Und wir warten jetzt drauf. Bayern München in Borussia Dortmund, der Supercup. Da ist der Cup.
Oh ja. Ich erkenne sie ja. Vielleicht kommt das, wird das Spitzenspiel angepfiffen zwischen Bayern und Dortmund. Und hier ist die Aufstellung von Bayern München. Und wir sind mal gespannt, wie es so läuft. Und hier ist von Dortmund die Aufstellung. Los geht's. Bayer hat den Ball. Ah, schade. Einfach von Einwurf für Dortmund. Dort Bayern kriegt den Ball einfach nicht raus. Schön gespielt von Bayern. Ah, verdammt. Ja, ja, klar, Torwart attackiert. Torwart, Alter, der kam auf mich zu. Schön geil von Dortmunder Torwart, aber auch schön geschossen von Robert Lewandowski. Da sehen wir es nochmal in der Zeitlupe. Ecke für Bayern München. Auch schön aufgepasst von Dortmunder Torwart. Oh, Brühe, das müsste Ecke geben. Doch nicht Brühe. Das mich gut behindert dabei. Oh. Schön aufgepasst von Bayern. Oh, schön gespielt. Schön gespielt. Und da ist das 1-0 für Bayern. Die 7-0 gegen Dortmund. Coutinho. Zum 1-0 für Bayern. Da sehen wir uns nochmal. Schön gemacht. Und ich freue mich. Klapper freut sich riesig. Das 1-0. Felipe Gaudinho. Jetzt ist Dortmund unter Zwang. Jetzt müssen sie was bringen. Wir sind mal gespannt, was sie zeigen. Oh. Ja.
Die Abpraller, die gehen mir so auf den Sack. Aber abseits. Ey, schön gemacht von Dortmund, aber von Marco Reus. Oh, schön gespielt. Verdammt. Dortmund muss aufpassen. Nicht, dass Bayern noch das 2-0 macht. Oh, Fehlpass von Bayern. Kommt doch was Hasse her. Schade. Uah, läuft er da vorbei. Schön gespielt. Wieder schön gespielt. Oh, schön. Und da ist er 2-0. Schon wieder Coutinho, Philippe Coutinho zum 2-0 gegen Bayern Dortmund. Für Bayern 2-0. Ja, und Dortmund liegt 2-0 jetzt zurück. Jetzt wird es richtig schwer für die, und er macht sein zweites Tor in den heutigen Abend hier. Jetzt, come on, come on. Och, ich wollte ein bisschen schöner machen, aber schade. Läuft mit Dortmund ab, ey. Keinen richtigen Druck auf Dortmund hier. Ah, neuer Adin. So will ich das sehen. Dortmund hat super aufgepasst. Jetzt versucht mal Dortmund ein bisschen Druck aufzubauen. Müssen sie auch. Ah, Anschlusstreffer von Dortmund. Marco Reus war's. Das alles in einer Halbzeit. Da hat man ihn freigelassen und er nutzt es direkt aus. Da kann Manuel Neuer einfach nichts machen gegen.
Marco Reus mit seinem 2:1 für Dortmund. Aber Bayern spielt einfach normal weiter, denke ich mal, ja. Schön aufgepasst. Aber Halbzeit, liebe Leute, Halbzeit. Wir sehen uns jetzt gleich wieder in der zweiten Halbzeit. Bayern führt 2:1 gegen Borussia Dortmund hier in der Supercup. Deswegen nicht weggehen. So, die zweite Halbzeit wird jetzt angepfiffen von Dortmund. Hat Anstoß. Bayern kommt einfach nicht da raus. Oh, jetzt war freie Bahn für Bayern. Oh. Da ist es! 3:1 für Bayern! Robert Lewandowski! Yeah! Da, wo Robert Lewandowski stehen muss, da macht er seine Tore dann. Aber er freut sich. Schönes Ergebnis. Habe ich auch gesehen. Nee. Freistoß für Bayern München gegen Borussia Dortmund. Ui. Was war denn jetzt? Tun wir mal Tolisso rein. Thiago geht jetzt. Tolisso kommt. Foul von Nordhelmchen, gelbe Karte. Ah, ich meinte Witze, weißt du. Mann, die haben sie aber gut getroffen, ey, muss man sagen. Ui.
Oh. Ah. Dortmund macht Druck. Man merkt das richtig. Dortmund macht Druck. Guck dir das an. Pavard wird jetzt kommen für Süle. Weg damit. Ja, Pfosten von Dortmund, oh mein Gott. Hey. Und da wieder. 4-1 gegen Borussia Dortmund, Robert Lewandowski. Ach. Dortmund kommt einfach nicht im Spiel rein. Die versuchen Druck aufzubauen, aber die Bayern haben einfach mehr das Glück. Jetzt kommen an die Dortmunder mal wieder im Ball. Das versuchen sie jetzt. Okay. Ja, Neuer hat ihn. Oh. Der war ja schon. Und da ist das 5-1 für Bayern. Oh, was läuft denn hier ab, ey? Auf Weltklasse ziehe ich kurz mal Borussia Dortmund ab. In den Supercup. Perisic kommt jetzt. Für Goretzka. Hammer, der hätte ich nie gedacht, dass ich so hoch gewinne. Hammer, der. Wow. Oh.
Ja. Dortmund wird richtig auseinandergenommen vom Bayern mit 6-1. Boah. Jeder darf einmal. Sorry für die Dortmund-Fans. Tulle Thomas. Einfach für Dortmund. Aber das bringt ihnen leider nichts mehr. Für sie. Ach ja, haben sie mal das 6-2 noch gemacht. Borussia Dortmund. Götze hat es gemacht. Für die Dortmunder. Ich hab keinen Vorberuf, in dem zwei Sekunden fertig ist. Anstoß für Bayern. Und das Spiel ist aus. Bayern ist Supercup-Sieger. Mit 6-2 gegen Borussia Dortmund. Hammer. Der neue, der Kapitän. Und der nächste Pokal hat Bayern jetzt 2000 FIFA 20 geholt. Den Supercup. Schönes Foto mit der Mannschaft. Ja, machen wir mal Interview nach dem Spiel, mal gucken, was wir sagen oder was die uns fragen. Ich bin gespannt. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Kein Problem. Kroatska ist aktuell richtig gut darauf. Wie zufrieden sind Sie mit? Er muss weiter so spielen. Goretzka ist ein grandioser Spieler. Er hat alle nur möglichen Lobeshymnen verdient. Genau. Gaudinho hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Grandioses Auftreten von Gaudinho. So würde ich das sagen, ja. Er hat ein Top-Spiel gezeigt heute gegen Dortmund, muss man sagen. Borussia Dortmund ist eine starke Mannschaft, aber ein Finale mit 4 Tore Vorsprung
super Sieg. Nicht mal ich hätte so einen deutlichen Sieg gegen Borussia Dortmund erwartet. Das ist, danke, ja, für diese kurzen Aussagen. Das stimmt. Hätte ich nie erwartet, das stimmt. Hätte ich auch nie gesagt, dass ich 6-2 gewinne gegen Borussia Dortmund. Niemals. So, liebe Leute, das war's von diesem Video erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn Bundesliga-Start ist mit gegen Hertha BSC Berlin. Würde ich mich herzlich freuen, wenn du wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal dann.